Ja, herzlich willkommen in die Runde zum SG-Talk, die Klappe die erste. Präsentiert euch heute die Firma Kopfmann Elektrotechnik aus Köndringen und die Firma Dürrschnabel Industriebau. Mit unserem neuen Format wollen wir euch bekannte und vielleicht auch noch unbekannte Gesichter der SG Köndring-Tening etwas näher bringen. Gleichzeitig wollen wir euch die Möglichkeit geben, eure Fragen direkt an unsere Gäste weiterzugeben. Ich freue mich ganz besonders, in unserer ersten Folge zwei SG-Urgesteine begrüßen zu dürfen. Und wenn ich Urgesteine sage, dann ist das vielleicht sogar noch ein bisschen untertrieben. Sie haben beide, glaube ich, seit Babytagen schon Hallenluft hier in Tening geschnuppert. Und wenn ich die beiden Pascal und Maurice Bührer vorstelle, dann müsste das den meisten von euch da draußen auch ein Begriff sein. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch die Zeit heute Abend für uns genommen habt. Und ich möchte gar nicht lang drum rumreden und wir starten einfach. SG Talk Nummer 1. Los geht's. Ja, Pascal Maurice. Wie gesagt, ich möchte gar nicht lang rummachen. Direkt die erste Frage an euch von Nick. Okay. Zwar Nick möchte wissen, wie geht's euch denn überhaupt? Ja, also mir persönlich geht es momentan super. Ich fühle mich wohl in Ludwigshafen. Klar, nach dem gestrigen Sieg gegen Stuttgart ist die Laune da nochmal höher und besser. Und ja, also wie gesagt, ich fühle mich wohl. Studium läuft gut, das Handball läuft gut. Und ja, ich habe, glaube ich, auch das Glück, dass für mich es in der Corona-Zeit kaum Veränderungen gab, weil ich halt Gott sei Dank im Gegensatz zu Mo Handball spielen darf und in die Halle kann und mich auspowern kann. Deswegen sehe ich das als großes Privileg, dass ich da den Sport noch ausüben kann und bin umso glücklicher, dass ich da noch ein bisschen in der Halle rumrennen darf. Ja, mir geht es auch mittlerweile wieder gut. Ich habe ja auch mit Corona ein bisschen zu kämpfen gehabt. Habe ja Mitte November Corona gehabt und habe mich auch ein bisschen meinen Sport lahmgelegt. Aber ich habe glücklicherweise vor 2 Wochen wieder das Go vom Arzt bekommen und da kann ich jetzt wieder voll angreifen und ja, freue ich mich wieder riesig drauf. Aber ja, es fehlt halt schon alles. Aber gut, das geht ja jedem so. Das freut uns zu hören. Da kann ich nur so viel sagen, noch geht es euch gut. Denn ich sitze natürlich nicht allein hier in unserer virtuellen Runde, sondern ich habe mir etwas Verstärkung dazu geholt. Zum einen möchte ich den Finn begrüßen, einer unserer Jugendspieler der SG, der heute stellvertretend für alle Kinder und Jugendlichen, die uns in den letzten Tagen fleißig mit Fragen bombardiert haben, der möchte die stellvertretend gerne an euch stellen. Und ich bin mir da sicher, dass der Finn euch heute mal etwas auf den Zahn fühlen wird. Und zum Zweiten habe ich den Robert Korb mit dabei. Robert ist neben seiner Tätigkeit als Trainer bei uns auch Vorstandsmitglied und Leiter unserer sozialpädagogischen Abteilung der SG, den Spofunnies. Und Robert, ich glaube, du hast unsere Social Media Abteilung auch im Blick gehabt, sodass wir da auch gespannt sein dürfen, was über Facebook, Instagram und so weiter reinkam. Und ja, vielleicht wollen wir direkt mal starten mit unserer ersten Rubrik. Und zwar, hier kommt schnell gefragt. Um euren Puls mal zum Start ein bisschen nach oben zu treiben und uns mal ein bisschen zu aktivieren, haben wir unsere Rubrik schnell gefragt. Und zwar habe ich ein paar Stichpunkte bzw. kurze Fragen an euch. Und ich bitte euch bitte ganz spontan, 2 Sekunden maximal zu jeder Antwort, mal Stellung zu nehmen. Ich würde mit dir gerne anfangen, Maurice. Ich sag dir ein Schlagwort und los geht's von deiner Seite. Bereit?
Ja. Wunderbar. Name? Maurice Bührer. Alter? 22. Deine Position? Halb rechts. Deine Rückennummer? 17. Dein Beruf? Student. Dein Handballidol? Ah, schwierig. Früher Dominik Klein, heute gibt es keins mehr. Das Erste, was ich nach Corona wieder machen werde? Freunde zum Grillen einladen. Im Urlaub, Norden oder Süden? Ganz klar Norden. Dreher oder Heber? Dreher. Super, vielen lieben Dank. Das klappt ja schon mal wunderbar. Wir wollen gleich zu dir übergehen, Pascal. Bist du auch bereit? Ja, also. Dein Name? Pascal Bührer. Alter? 25. Deine Position? Rückraum Mitte. Rückennummer? 24. Dein Berufswunsch als Kind? Archäologe. Ich war großer Fan von Dinosaurier. Dein Lieblingsfußballer? Leonardo Bittencourt von Bremen. Lieblingsbeschäftigung während Corona? Ich bin ein bisschen zum Handwerker gereift. Nord oder Süd? Ganz klar Süd, ganz klar Süd. Sprungwurf oder Schlagwurf? Ja, Schlagwurf. Super, vielen Dank euch zweien. Muss man eigentlich viele Interviews geben als Bundesligaspieler, Pascal? Und bist da noch ein bisschen nervös, wenn du dann ab und zu vor der Kamera auftauchst? Nee, es hat sich schon entwickelt. Also am Anfang hätte ich mich das jetzt noch vor 3 Jahren gefragt, hätte ich auf jeden Fall ja gesagt, dass ich nervös bin. Jetzt gar nicht mehr. Also man reift da, glaube ich, schon mit der Zeit. Anfangs war es wirklich noch so, da hat man wenig Bock drauf gehabt, Interviews zu geben, weil man sich auch nicht so richtig ausdrücken konnte und nicht so wusste, was man sagen darf, was nicht. Ja, wie gesagt, man reift und jetzt ist es wirklich auch cool und es macht Spaß. Also wunderbar. Also bei uns gibt es übrigens keinen Maulkorb. Bei uns darfst du offen und ehrlich, frei von der Leber sprechen. Und, keine Angst, mach ich. Super. Also, dann kommen wir auch gleich schon zu unserer zweiten Rubrik. Und da wird hier unser erster Helfer schon aktiv. Und zwar kommen wir zu unserer Rubrik 2, mittendrin mit Finn. Finn, so, dein großer Auftritt. Kurze Frage, aber bevor du loslegen kannst, 2, 3 Sätze zu dir. Wie alt bist du? In welcher Mannschaft hier bei der SG spielst du? Also ich bin 16 Jahre alt, bin gerade FSJ bei den Spurfannies und ich spiele derzeit in der B-Jugend der SG Köntring Zehning. Wunderbar, dann bist du ja wirklich mittendrin. Und dann hast du jetzt das Wort. Leg mal los, was du so an Fragen denn gesammelt hast. Alles klar. Und zwar die erste Frage geht an Maurice. Und zwar kannst du dich noch an dein erstes Spiel für die Herren 1 erinnern. Wie war das und hast du gleich ein Tor geworfen? Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Das war in Leutershausen damals. Da wurde ich, glaube ich, unter der Woche wurde ich 17, ja. Mhm. Und habe dann dagegen gefiebert, dass ich endlich im Herrenbereich spielen kann. Und ja, dann durfte ich gleich am Samstag mit und bin sogar vom damals noch dänischen Trainer in der 54. Minute reingeworfen worden, wo wir mit einem Tor nur vorne waren. Und habe zum Glück noch ein Tor machen können. Und ich glaube sogar, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja. Und von dem her ein geiles Erlebnis gewesen. Und ich denke, das werde ich auch nicht mehr vergessen. Und es war schon richtig cool. Also ein besonderer Einstieg in die Herren 1. Dann die nächste Frage kam relativ oft und geht an euch beide. Und die wer von euch den stärkeren Wurf hat? Ich gebe es zu. Ich glaube, Maurice hat den stärkeren Wurf. Ja. Gut, das zumindest mit links. Also da kann ich nichts hinzufügen. Gehe ich ganz mit ihm. Dann die nächste Frage an Pascal. Wie oft trainiert ihr mit den Eulen? Und was hast du gerade als junger Spieler getan? Oder hast du was besonders trainieren müssen? Okay, zur ersten Frage würde ich sagen, das ist spieltagsabhängig. Je nachdem, ob wir ja eine kurze Woche haben, das heißt Sonntagsspiel und dann wieder Donnerstagsspiel,
besteht die Trainingswoche eigentlich nur aus 3 bis 4 Trainingseinheiten, wo eine eine Besprechung vom Spiel sonntags ist und die anderen 2 bis 3 Trainingseinheiten sind dann wieder die Vorbereitung aufs Spiel am Donnerstag. Wenn es eine lange Trainingswoche ist, also Sonntag auf Sonntag, dann wird es schon ein bisschen voller. Da haben wir dann, Montag und Mittwochs 2-mal Training und dann jeweils dann abends nochmal Training. Also da ist dann der Trainingsplan schon ein bisschen vollgepackt. Aber ich würde so im Schnitt mal sagen, ja, so eine normale Woche besteht aus 6, 7 Trainingseinheiten. Und als junger Spieler, ich war eigentlich immer der Kleinste. Das heißt, ich musste mir ganz, ganz viel überlegen, wie ich da bei den großen Leuten durchkomme. Habe mir dann schnell angeeignet, dass ich halt gerade die Schnelligkeit ausspielen muss und da an meiner Technik auch fallen muss, gerade wenn es ums Kreisläufer anspielen geht oder Schlagwürfe oder Täuschung. Und ich glaube, das habe ich als junger Spieler ganz viel trainiert, weil ich halt, ich war einfach zu klein, müssen wir auch mal sagen. Ich bin immer noch klein, kann aber auch sagen. Und da muss man sich halt ein bisschen was überlegen und das habe ich immer trainiert. Dann die nächste Frage von Jona und zwar geht die an euch beide. Wer von euch der bessere Fußballer ist? Ja, da muss ich leider zugeben, ist ja hier. Ja, das geil. Also ich sehe mich überall. Also ich bin Abräumer, ich bin Ballverteiler und ich kann knipsen. Also ich bin da, glaube ich, schon ein kompletter Spieler. Und ich werde öfters mal mit Julian Brandt verglichen. Aber glaub nicht wegen der guten Technik, sondern eher wegen dem fehlenden Zweikampfverhalten. Deswegen, ja, muss man ganz klar sagen, Pascal. Alles klar. Dann wieder zurück zum Handball. Und zwar, Maurice, möchtest du später auch mal in der Bundesliga spielen? Also ein Traum ist auf jeden Fall. Ich meine, ich kriege das beim Pascal ja täglich mit und weiß auch, wie es da im Umfeld da läuft, was das für eine Riesensache einfach ist. Und wenn ich dran überlege, wie wir früher als Handball geschaut haben und auch immer gedacht haben, das ist der Traum von jedem, vor allem wenn man so viel Zeit dafür investiert, ist es schon irgendwo ein Traum, klar. Und dafür steht man ja auch 5-mal die Woche in der Halle, weil man so hoch wie möglich spielen möchte. Und ja, klar, ist erste Liga natürlich das Beste, was man überhaupt erreichen kann. Von dem her ist das immer, immer ein Traum, ja. Dann eine Frage an euch beide und zwar, welche Fähigkeit eures Bruders hättet ihr gerne und muss auch nicht handballerisch sein? Oh, schwierig. Gibt's da überhaupt was? Mit links würde ich gerne so gut werfen wie du. Ich würde sagen, dass Maurice und ich, wir ähneln uns schon charakterlich. Ich glaube, das wurde uns auch ein bisschen in die Wiege gelegt, dass wir bodenständig sind und ich glaube, ziemlich optimistische Personen sind. Maurice hat viele tolle Eigenschaften. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da auswählen sollte. Ich kann da jetzt nicht eine bestimmte Eigenschaft nennen. Ich würde, glaube ich, vieles übernehmen von ihm. Ja, da kann ich eigentlich auch nur zustimmen, aber bei mir wäre es vielleicht noch so ein bisschen die Gelassenheit, wo Pascal jetzt hat, sowohl auf dem Spielfeld, aber auch so nebendran, so bei vielen Situationen einfach das nicht so verkopft anzugehen und da einfach ein bisschen ruhiger zu bleiben. Ich denke, das wäre schon eine gute Geschichte, aber ja, so im Großen und Ganzen sind wir da schon ziemlich ähnlich. Ja. Alles klar. Dann eine Frage an Pascal und zwar, hast du vor, irgendwann mal wieder für die SG zu spielen? Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr heimatverbunden bin und mein halber Freundeskreis ja hier ist, in Köntring. Und ich sehe mich in der Zukunft wieder hier. Ich fühle mich hier wohl in der Heimat. Ist einfach schön, hier zu leben in Süddeutschland. Warum nicht?
Ich bin ja noch jung, ich bin ja noch 25, ich habe noch Zeit, aber irgendwann wieder in die Heimat zu kommen, ist schon ein schönes Gefühl und ja, also das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, dass ich hier dann ein Umfeld habe, das hinter mir steht und ja, also irgendwann sehe ich mich, glaube ich, schon wieder hier. Ich glaube, da hätte auch keiner was dagegen. Ich hoffe es doch. Wir haben es auf jeden Fall jetzt schon mal auf Video und das spielen wir dir jetzt alle paar Monate mal vor. Alles klar. Dann eine Frage an euch beide von Maximilian und zwar, wie ihr zum großen FC Bayern München steht. Also ich halt vom großen FC Bayern München überhaupt nichts, gar kein so Fan von. Meine Liebe gehört schon seit meiner Geburt dem SV Werder. Ganz klar, grün-weiß. Aber hier mein Nebenan hat eine schwarze Vergangenheit. Ja, aber ich glaube, ich schweige da eigentlich lieber drüber. Also ich bin leidenschaftlicher Werder Bremen-Fan, schon jahrelang, jahrzehntelang. Hatte aber dann, ja, also ich würde sagen, so eine schwarze Phase in meinem Leben, wo ich dann wirklich irgendwie Sympathie empfunden habe gegenüber dem FC Bayern. Aber das war noch ganz, ganz früher. Also da müssen wir, glaube ich, 15 Jahre zurückgehen. Ich bin da aber schnell wieder rausgegangen. Also kurz mal so ein Bayern-Trikot angehabt und dann war das dann auch wieder rum. Und seitdem ist mein Herz grün-weiß. Alles klar. Dann auch die letzte Frage an euch beide. Und zwar, habt ihr schon mal zusammen in einem Team gespielt? Und wenn nicht, wäre das ein Ziel oder ein Traum von euch? Ja. Wir haben ja bei der SG dann auch schon ein paar Jahre zusammen gespielt gehabt. In der A-Jugend-Bundesliga schon und dann in der ersten. Und natürlich auch auf dem Fußballplatz ganz wichtige Schlachten geschlagen mit Las Miranda, den Sevilla, auf den Fußballplätzen der Region. Und wir haben also da schon das ein oder andere Spiel schon zusammen gemacht gehabt. Ja. Gut. Ja, vielen Dank an dich, Finn. Ich merke schon, Sportreporter, wäre das mal was für dich später? Ja. Wir bleiben dran. Also, das war mittendrin mit Finn. Und das waren immer schon mal richtig spannende Einblicke. Und diese interessanten Einblicke, die führen mich zu dir, Robert. Ja, zu dir, Robert, und gleichzeitig zu unserer dritten Rubrik, und zwar der Rubrik Was geht? Unsere Rubrik rund um die SG. Du hast ja nicht nur tiefe Einblicke ins Sportliche, sondern eben auch in die Organisation und die Verwaltung bei uns im Verein. Wie ist denn da momentan der Stand? Vielleicht könntest du auch hier den SG-Talk mal nutzen, um die SG-Anhänger draußen mal über den aktuellen Stand der Dinge informieren und das ein oder andere an News mal noch verkünden. Ja, genau. Seit gestern wissen wir ja definitiv Bescheid, dass die Saison auf Verbandsebene abgebrochen wird oder abgebrochen wurde. Es gibt keine Auf- und keine Absteiger. Und wie das mit unserem Training weitergeht, das werden wir demnächst verkünden. Unser Fitnesscoach, der Janis Röll, viele werden ihn wahrscheinlich noch als Janis Denigel kennen, der geheiratet hat, hält uns auf Trab. Maurice kann ein Lied davon singen. Zweimal die Woche bietet er zum Online-Fitness-Training oder Mobilitätstraining. Und auch Finn ist dabei. Also von der B-Jugend über die Damen bis zu den Herren 1. Teilweise 50 Leute gleichzeitig schwitzen online daheim unter Anleitung von Janis. Da auch ein Dankeschön an die AOK Baden-Württemberg, die dieses Programm unterstützt, das Janis zusätzlich zu seiner Tätigkeit bei der SG für uns anbietet. Dann die Planungen gehen natürlich weiter für die Herren und die Damen, aber auch die Jugend. Da verfolgt einfach auch unsere Social Media Accounts, unsere Homepage. Da steht alles Wichtige drinnen, auch in der Presse. Zur Jugendabteilung wird beim nächsten Talk, den wir dann in
der nächsten Zeit anbieten wollen, der Thomas Eichstädt direkt Stellung nehmen. Dann, ja genau, die Homepage habe ich schon angesprochen, die ist relativ neu. Wir denken, dass wir jetzt relativ modern und ansprechend von unserem SG-Leben berichten können. Dann, genau, wer unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, weiß auch, dass wir uns im sozialen Bereich engagieren. Das sind zum einen die Spurfanis, die sich engagieren für die Seniorenheime in Thieningen mit Basteln, Backen und so weiter. Und dann seit Anfang des Monats auch auf Initiative der Herren 1 unterstützen wir die Aktion David läuft. Das ist eine Aktion von David Fritsch vom TuS Ottenheim. Die hat er initiiert, um karitative Zwecke zu unterstützen. Pro Kilometer, der gelaufen wird, gibt es Geld, das gespendet wird. Und auch unsere Herren 1, unsere Herren 2, die B-Jugend, die A-Jugend und auch die Damen engagieren sich jetzt und ich glaube auch viele andere in der Region, die viele Kilometer abspulen, damit anderen Menschen geholfen werden kann. Maurice, glaube ich, ist da auch aktiv oder wird demnächst aktiv sein. Und da könnt ihr euch auch auf unserer Homepage, auf Instagram oder eben auf Facebook informieren. Okay, also Stichwort Social Media, immer aktuell dabei. Das hört sich super an. Bevor wir beim Stichwort Social Media weiterverfahren mit den Fragen, die du mal aufbereitet hast, wollen wir vielleicht aber auch mal unsere zwei Gäste hier ein bisschen live in Action sehen. Wir haben ein paar Videosequenzen mal zusammengestellt, nicht nur aktuelle, sondern vielleicht auch mal das ein oder andere Videoschnipselchen aus der Vergangenheit. Pascal in Schwarz-Gelb, was dem einen oder anderen mit Sicherheit auch noch ganz gut gefällt. Und spitzt mal die Ohren, macht mal die Augen auf, denn ich glaube, der Finn hat zu der einen oder anderen Sequenz auch noch die passende Frage. Genug gesprochen, ich würde sagen, Film ab. Die erste Frage geht an Pascal zu den Videosequenzen. Und zwar, was das für ein Gefühl ist, in einer leeren Halle zu spielen und ob erzielte Tore wie gegen Flensburg trotzdem Spaß machen. Ja, also Spaß macht es auf jeden Fall. Ich glaube, dafür stehen wir in der Halle, um Tore zu werfen, um Erfolg zu haben. Natürlich ist es was ganz anderes, wenn keiner applaudiert. Aber ja, also ich glaube im Spiel, jeder, der Handball gespielt hat oder Handball spielt, der weiß, dass man, glaube ich, einen Fokus aufs Spiel hat und nicht auf die Fans. Und ja, oftmals blendet man es auch aus. Aber ich muss wirklich sagen, also ohne Fans ist schon was ganz anderes. Gerade weil unsere Fans speziell so ein Gespür haben, wann sie pfeifen müssen, wann sie wieder jubeln müssen und dadurch dann halt einen Schiedsrichter oder einen Gegner unter Druck setzen. Und das macht die Stimmung in der Halle nochmal aus und macht dann Tore vielleicht noch umso schöner. Aber ich glaube, als Handballer gegen Flensburg ein Tor zu werfen, ist immer ein schönes Gefühl und macht auch immer Spaß. Dann kannst du dich bestimmt noch an das Spiel 2018-19 gegen Minden erinnern. Ja. Wir haben die Schlusssekunden gerade im Video gesehen. War das einer deiner größten Handballmomente in deiner Karriere oder gab es vielleicht noch was Schöneres? Nee, ich muss wirklich sagen, das war der größte Handballmoment meiner Karriere bis jetzt. Können ja noch viele Momente folgen. Aber ja, ich glaube, dieser Spieltag bleibt unvergessen. Dass Bietigheim, Gummersbach da unentschieden spielen und wir dieses Ding noch holen, 20 Sekunden vor Schluss,
Das war schon was Besonderes. Damit hat keiner mehr gerechnet gehabt. Ich glaube, 5 Spieltage vor Schluss waren wir noch 7 oder 8 Punkte hinten dran und holen das Ding noch und bleiben drin. Das war schon ein Tag, den vergisst man nie mehr. Und ja, mit der Mannschaft solchen Momente oder so einen Moment zu feiern, war schon was ganz Besonderes. Ja. Dann eine Frage an Maurice. Und zwar haben wir Tore aus der Saison 2019-20 gesehen bei den Herren 1. Wie groß ist die Sehnsucht, bald wieder in der Halle stehen zu können, um uns vor Zuschauern Handball spielen zu können? Ja, riesig. Also wenn man die Bilder sieht, das war ja die Saison, wo wir in der Rückrunde daheim ersten, zweiten und dritten in, glaube ich, 5 Wochen daheim einfach geschlagen haben. Und da war ja auch die Stimmung abartig. Also gerade in den Schlussminuten, wo es dann eng wurde, hat man gemerkt, dass die ganze Halle da war und es war auch wirklich gut besucht. Und ja, da merkt man einfach, was das ausmacht. Und gerade jetzt, wenn man die Spiele ohne Zuschauer sieht und dann an solche Spiele denkt, dann ist der Unterschied halt riesig. Und ich denke, da spreche ich auch für die ganze Mannschaft, dass wir es gar nicht mehr abwarten können, dann wieder vor Zuschauern oder überhaupt Handball spielen zu können, aber speziell vor euch allen und allgemein für jeden Zuschauer, der halt in die Ludwig-Jahn-Halle kommt. Von dem her ist die Sehnsucht riesig. Der Start in die aktuelle Saison 2020-21 unter dem neuen Trainer Michael Schilling war ja fulminant. Auch dazu haben wir 10 von dir gerade gesehen. Denkst du, dass wir auch in der kommenden Saison ein solches Niveau abrufen werden können und welchen Beitrag wirst du dazu leisten können? Auf jeden Fall. Also klar, die ersten 2 Spiele waren richtig gut von uns, aber das wird nächstes Jahr genauso sein. Da bin ich wirklich von überzeugt, weil wir einfach eine Top-Mannschaft haben, also handballerisch sehr gut, auch in der Breite mittlerweile. Und klar, auch so außerhalb des Feldes ist es auch richtig gut. Also ich würde behaupten, dass es schon lange nicht mehr so gut war, wie es jetzt ist. Also wir sind alle ziemlich gut miteinander befreundet, da versteht sich jeder mit jedem. Und also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da gucken wir in eine ganz gute Zukunft. Und ich persönlich, also mir wird wichtig sein, dass ich halt wahrscheinlich auch die Verantwortung, die ich jetzt auch mit dem neuen Amt als Co-Captain habe, da einfach in vielleicht brenzlichen Situationen oder in engen Situationen da so ein Stück weit voranzugehen und ja, und so dann der Mannschaft dann in den bestimmten Situationen helfen zu können. Und ja, dafür geben wir dann alles und bin ich mir wirklich sicher, dass das am Ende mit einem guten Tabellenplatz endet. Dann Pascal, danke gesagt. Dann haben wir gerade auch ein schönes Tor von dir gesehen aus den SG-Zeiten. Was kommt dir in den Sinn, wenn du dieses Tor siehst? Boah, also ja, das war ja in dem Jahr, wo auch Felix Gessler, Chris Berchtenbreiter, ich glaube sogar du, Pipo, in der Mannschaft waren. Und ja, das, also allein diese Mannschaft, das Mannschaftsgefüge war einzigartig. Das hat riesig Spaß gemacht und ja, war schon eine coole Saison. Klar, das Tor. Ja, also war ein schönes Tor, aber ich glaube, es gibt noch bessere. Also, aber ja, also ich denke da vor allem an die Mannschaft, weil da wirklich Charaktere dabei waren, die ich sehr ins Herz geschlossen habe und der Kontakt ist oder bleibt immer aufrecht und deswegen ist die Szene umso schöner. Ich habe mir jetzt mal vermerkt, schönere Tore von Pascal suchen und Pascal im FC Bayern Trikot Foto. Alles klar, bin gespannt. Dann die letzte Frage geht an Maurice und zwar haben wir einen Videoschatz aus der B-Jugend gefunden. Maurice kann sich noch an die Saison 2014-15 erinnern. Welchen Stellenwert hat die damalige B-Jugendmeisterschaft in der Südbahnliga für dich? Ja, da kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Das war schon ein bisschen her. Da habe ich, glaube ich, auch mindestens 50 Kilo weniger gehabt.
Aber ja, klar, da haben wir, glaube ich, zu null sogar die südbadische Meisterschaft geholt und dann im Finale noch in der Verlängerung gegen Helmling, glaube ich, damals gewonnen. Und ja, war schon eine coole Sache. Und dadurch, dass es meine erste südbadische Meisterschaft war, war es dann schon was Besonderes, was man dann schon länger im Kopf behält. Aber ich muss sagen, die ganze Jugend war schon, gerade in der SG, in allen Altersklassen, war schon überragend für uns. Da spreche ich, glaube ich, für dich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und es hat immer riesig Spaß gemacht. Aber klar, mit einer südbadischen Meisterschaft ist natürlich die Saison dann nochmal besser gelaufen. Ja, vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Da hat man doch auch mal ein bisschen hinter die Fassaden der Spieler gucken können. Immer interessant, wenn ihr auch mal aus eurer Sicht erzählt. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen für die richtig spannenden Fragen. Robert lacht schon. Man muss dazu sagen, das ist nur eine Auswahl. Unser Ziel war es natürlich auch, einen jugendfreien SG-Talk hier zum Beginn unserer Reihe auf die Beine zu stellen. Dementsprechend Grüße an die anderen Zusender. Die Fragen werden wir trotzdem an euch weiterleiten. Die könnt ihr ja dann gegebenenfalls über eure persönlichen Accounts an die jeweiligen Leute beantworten. Robert, wie gesagt, du hattest dich mit unseren Social-Media-Kanälen auseinandergesetzt und leg doch du einfach mal los, was da so reinkam noch. Ja, genau. Die Fragen sind mit einem Augenzwinkern gestellt. Ihr dürft sie gerne auch mit einem Augenzwinkern beantworten. Die erste Frage ist, wer von euch hat mehr Besucher im Bistro Taki nachzuweisen bisher? Könnte das... Ja, also ich bin ja 3 Jahre älter. Ja. Ich glaube, die 3 Jahre machen den Unterschied. Taki ist ja wie ein zweiter Papa für uns. da waren wir schon öfters, aber ich glaube, Maurice hat jetzt, seitdem ich jetzt in Ludwigshafen wohne, ja, gut aufgeholt. Also ich gebe mein Bestes, dass ich die 3 Jahre irgendwie dann aufholen kann. Ja, aber das Corona schadet mir dann auch in der Hinsicht. Ja. Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann. Dauert noch ein bisschen, aber vielleicht irgendwann habe ich ihn dann auch eingeholt. Also, Taki, falls du zuschaust, die Stammkundschaft wird dir nicht ausgehen. Richtig. Auf jeden Fall nicht. Nee, nee. Dann gibt es noch eine wunderschöne Ferieninsel im spanischen, südspanischen, ja, sag ich mal. Da ist eine Frage dazu, wie leistungsfähig würdet ihr euch einschätzen in der, ja, sag mal, Inselbeschäftigung dort vor Ort? Gute Frage. Also ich war schon öfters jetzt auf der Insel und hatte auch ein paar Jahre, denen ich als Junger mitkam. Das heißt, Team Jung und Team Alt gab es ja immer. Und ich war halt einer der Jüngeren und musste dann natürlich auch viele Aufgaben machen, die gestellt worden sind von den Alten. Pipo kann sich da wahrscheinlich ganz gut dran erinnern. Ich kam da nie so gut weg, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut angestellt. Ja, ich würde mich jetzt schon als trinkfester bezeichnen. Also, wie gesagt, ein guter Junge war ich auf jeden Fall. Ja, ich bin auch trinkfest, würde ich sagen, aber Pascal ist, glaube ich, nochmal, der ist nochmal eine Klasse höher. Glückwunsch. Ja, ich hatte wirklich mit Pipo, ja, Daniel Warmuth, Martin Jierling, da hatte ich halt auch gute Lehrer, muss ich wirklich sagen, die waren alle trinkfest. Ja, aber ich war auch bis jetzt immer nur Junge und habe die ein oder andere Aufgabe machen müssen und das ein oder andere Glas trinken dürfen. Ja, aber ist ja trotzdem immer wieder witzig. Und jetzt wäre es tatsächlich das erste Mal gewesen, wo ich Team Alt gewesen wäre mit 22. Und jetzt fällt es aus. Also schlechter kann es nicht laufen. Aber gut. Vielleicht Trinkfest reden wir natürlich von Sprudel und Cola. Genau. Ja, genau. Apfelschorle. Also ich kann sehr viel Cola trinken und kann trotzdem einschlafen. Das ist für mich die Definition unter Trinkfest. Gut, es gibt ja ein legendäres Derby in Köntringen, von dem alle Tag aus, Tag ein sprechen während des Jahres. Vielleicht nicht, wenn Fasnacht ist, aber ansonsten wird da viel drüber gesprochen.
Eine Frage an euch. Wie sehr schmerzt es euch als Trainer, Pascal, da bist du mit gemeint, und als Spieler von Köntringen Nord, dass ihr... Stopp mal kurz. Nein, Robert. Nicht Nord, Süd. Das ist ein Riesenfehler. Ja, ich glaube, dass da wollte dich jemand da irgendwie veräppeln. Also, dann muss ich die Frage umstellen. Vielleicht liegt's ja auch, war es auch mein Fehler. Ich bin da nicht so bewandert in dieser Derby-Geschichte. Also, wie schmerzt es euch, dass ihr jetzt schon seit 2 Jahren ohne Titel seid? Ja, also für mich persönlich tut es ja auch den Spielern leid. Also ich als Trainer probiere ja immer, denen den Rücken zu stärken und meiner Mannschaft so gut wie möglich dazu helfen. Umso mehr tut es mir leid, dass ich vielleicht taktische Fehler gemacht habe, unter anderem Maximilian Endre vielleicht beim Elfmeterschießen nicht zu bringen. Das sind so Sachen, die begleiten mich natürlich. Und aber das nächste Derby wird kommen und ich werde meine Mannschaft darauf einstellen und dann werden wir auf jeden Fall den Titel wiederholen. Maurice, magst du auch noch was sagen? Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Also wir sind ja alle recht positiv, dass wir das auf jeden Fall gewinnen werden. Und wenn man das letzte Derby anschaut, in der zweiten Halbzeit haben wir da, glaube ich, 2 Lattenschüsse gehabt. Also das war auch mehr Glück als Verstand, dass Nord das irgendwie ins Elfmeterschießen gekriegt hat. Und dann war es halt auch ein Stück weit Pech. Und dass ein Benny Riesen Elfmeter in die Mitte trifft, damit kann keiner rechnen. Das ist dann einfach mehr Glück als alles andere. Von dem her sind wir da, glaube ich, ganz positiv, dass es im nächsten Jahr dann klappt. Auf jeden Fall. Also ich muss ja auch wirklich sagen, dass ich jetzt über die Corona-Zeit ja auch viel gemacht habe für die Mannschaft und Spieler ins Boot geholt habe, auch von der gegnerischen Seite. Da will ich jetzt auch gar keine Namen nennen. Die Nordler wissen wahrscheinlich, wer darüber gewechselt ist. Und freue mich dann natürlich dann zum nächsten Derby ganz viele neue Gesichter zu sehen und zu präsentieren. Und liebe Fans, ich kann jetzt einen kleinen Aufruf starten. Liebe Fans von Team Süd und natürlich auch liebe Fans von Team Nord, die dann bald vielleicht Südler werden. Wir kommen stärker zurück. Wir haben tolle Spieler, einen tollen Charakter und wir werden den nächsten Titel auf jeden Fall holen. Alles klar. Also, ich werde mich da auch mal ein bisschen in der Geschichte und in der Geografie einarbeiten. Als Neutraininger ist das ja dann auch wahrscheinlich wichtig, mal zu wissen, was sich in Köntringen abspielt. Eine Frage kommt aus Hessen, die richtet sich an die handballerischen Fähigkeiten eures Vaters, der ja auch ein großer Handballer war. Was denkt ihr, sind die Gründe, warum euer Papa ein toller Handballer war? War es die Schnelligkeit, die Technik, die Masse oder doch die Optik? Gute Frage. Boah. Papa war ja ein guter Kreisläufer. Hat ja auch auf halb rechts gespielt, aber ja, Kreis war ja schon seine Position. Ja. Und da spielt ja die Masse dann schon hat schon eine größere Rolle. Ja, hat schon einen großen Stellenwert und deswegen würde ich Masse sagen, Optik. Lässt sich drüber streiten. Hat er uns ja weitergegeben, also die hat er ja jetzt nicht mehr. Ich würde auf jeden Fall Masse sagen, jetzt unter den 4. Das ist auf jeden Fall. Schnelligkeit wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Keine Chance, nee. Masse trifft es dann, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Okay. Eine letzte Frage, die wir euch noch stellen wollen aus den Social-Media-Kanälen. Und zwar geht die um euer Hobbyfußball bei Las Miranda de Sevilla. Die Frage heißt, warum ziehen sich eure Vertragsverhandlungen so lange? Stimmt es, dass eure Berater astronomische Summen verlangen? Und kann man trotzdem davon ausgehen, dass ihr weiter für Las Miranda spielen werdet? Fangt du an. Ja, bei dir wird es vielleicht auch eine lange Geschichte. Also ich warte ja auch schon ziemlich lange auf meine Vertragsgespräche. Wer mich kennt, weiß, dass ich von von klein auf ein riesen Las Miranda-Fan bin. Ich habe auch früher immer in Las Miranda-Bettwäsche geschlafen.
Und ja, also dass ich von klein auf einfach die Farben in mir trage und dass ich auch bereit bin zu verlängern, aber da müssen natürlich auch beidseitiges Einverständnis sein oder man muss sich einigen können. Und klar spielt das Gehalt da auch eine Riesenrolle, muss man auch wirklich sagen. Und da bin ich mit unserem Manager noch nicht zusammengekommen, aber ich hoffe, dass das mit dem ein oder anderen Gespräch dann doch funktioniert. Also ich bin da noch positiv. ja, also bei mir, also es wurden auch schon Gespräche geführt, da sind wir jetzt aber einfach mal offen. Die Summen, klar, ich möchte mich da jetzt auch nicht unter Wert verkaufen und möchte daher schon was verlangen, was, glaube ich, meiner Leistung gerecht wird. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt schon sagen, dass wir uns da einigen können, durch Prämien etc. Und deswegen ja, kann ich schon den Fans sagen, dass es in eine gute Richtung geht. Ich gerne bei Las Miranda bleiben möchte. Und ich mich freue, beim nächsten Köntringer Turnier Gegner wie die Hüttle Records zu schlagen. Und deswegen ja, wird mein Berater sich wahrscheinlich bald in Verbindung setzen mit der Geschäftsführung und dann wird das Ding unterschrieben. Es gibt Las Miranda Bettwäsche. Ja, gibt es im Fanshop. Kann man online finden, ja. Faszinierend. Ja. Wunderbar, da sind doch alle Beteiligten zufrieden. Das hört sich für das Las Miranda Management doch genauso gut an wie für uns. Vielen Dank an dich, Robert. Vielen Dank an alle da draußen, die ihre Fragen an uns geschickt haben. Ja, das war es eigentlich schon fast. Herzlichen Dank an dich, lieber Finn. 1A Leistung mittendrin. Das riecht schwer nach einem zweiten Teil, einem zweiten Einsatz. Natürlich ein ganz dickes Dankeschön an euch, Bührer 1 und 2. Vielen herzlichen Dank. Dir, Pascal, alles Gute weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt. Vor allem, dass du fit bleibst, dass du weiterhin deinen Teil zu eurem Erfolg beitragen kannst. Nächste Hürde, TuS im Essen. Mit Sicherheit auch wieder ein richtungsweisendes Spiel. Maurice, dir vielen Dank. Wir haben es vorhin gehört, du hast leider jetzt noch eine etwas längere, unfreiwillige Handballpause vor dir. Dir und natürlich allen SG-Fans, Handballfans da draußen wünschen wir aber natürlich, dass es möglichst schnell weitergehen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem hier in Thieningen die Leute schon in den Startlöchern stehen und nur warten, dass die Hallen wieder aufgehen. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur noch der Hinweis auf unseren nächsten SG-Talk, präsentiert von Kopfmann Elektrotechnik und Dürrschnabel Industriebau. Dann mit unseren ehemaligen SG-Spielern Felix Danna von der MT Melsungen und Domenico Ebner, dem aktuellen italienischen Nationaltorhüter in Diensten der TSV Hannover Burgdorf. Dann auch mit dabei unser Jugendleiter Thomas Eichstätt, wird mit Sicherheit auch wieder interessante Themen geben. Aufruf nochmal an dieser Stelle, schickt uns eure Fragen per Mail, per Instagram, per Facebook gerne jederzeit rein. Ansonsten, wie gesagt, euch einen schönen Abend, vielen Dank für eure Zeit und dann bleibt mir nur bis bald und Donnerbickel zu sagen. Macht's gut. Wir haben zu danken. Bleibt gesund. Ciao, ciao.